Ich bin Irmela, komme von Solothurn. Ich habe drei Geschwister. Die wohnen mit meinen Eltern zusammen unterhalb von mir. Wir kommen ursprünglich von Bosnien. Also ich bin mit 6 in die Schweiz gekommen, mit meiner Mami. Mein Papi war ein Jahr vorher schon in der Schweiz. Es war am Anfang ein bisschen komisch, weil es alles neu war. Ich habe niemanden gekannt. Aber es ist eigentlich recht schnell. Ich habe nach einem Monat im Kindergarten angefangen. Und die Sprache, eigentlich nach ein paar Monaten habe ich gesprochen und dann hast du dann schnell Kontakt geknüpft. Aber sonst war es am Anfang schon recht her, weil es einfach anders ist als dumm. Also mit Schönheit definiere ich eigentlich mehr oder weniger alle Frauen. Ich finde, jede Frau ist auf ihre Art schön. Ich habe jetzt das Glück, dass ich spezielle Augen habe, wo man mich halt einfach recht über die Augen identifiziert. Und ich fühle mich auch wohl damit. Also, es ist zwar etwas Spezielles, ich bin ein spezieller Typ. Und ich bin auch vom Charakter her speziell. Darum finde ich, es muss immer passen, der Charakter und das Aussehen. Das Aussehen allein macht den Menschen noch nicht schön, finde ich jetzt. Umwelt hat für mich zu tun, dass man eigentlich mit der Mutter Natur Sorge hat. Dass man kleine Sachen, die man machen kann, dass man das eigentlich umsetzt. Schon nur mit Abfalltrennung oder so. Was bringt es, wenn wir alles einfach in eine Tonne schmeißen und weg? Dabei könnte man Pet trennen und dann etwas daraus machen. Und das finde ich so schade, dass die Leute das einfach zum Teil nicht machen, obwohl es eigentlich in einer Sekunde gemacht wäre. Und wenn sich alle so ein bisschen an die Nase nehmen und sich von sich aus schon mal würden sagen, hey, mal komm, ich mache jetzt das oder ich mache das, dann ist schon mal eine Sache mehr. Und das wäre so toll, das würde schon so viel bewirken. Wenn ich jemandem aus meinem Umfeld ein Geschenk machen würde, dann wäre das mein Vater. Er hat so viel opfern und so viel gemacht für uns vier Kinder, dass ich dem gerne etwas zurückgeben würde. Und das wäre, glaube ich, am besten so eine Reise, wo er einfach mal aussuchen könnte, woher er will. Damit er einfach mal Zeit hat für sich, um zu entspannen, ohne uns vier Kinder, die immer hin und her säckeln.